ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt wieder ein einfaches, leckeres Gebäckrezept von mir. Das bereite ich auch besonders zum Sonntagsfrühstück vor mit Schafskäse und Schwarzkümmel. Das ist richtig super lecker und kommen dann auch gleich zu den Zutaten. Für den Teig brauchen wir 150 Gramm weiche Butter, 50 Milliliter Öl, ein Esslöffel Salz habe ich, eine frische Hefe, eine Packung Schmand, 400 ml lauwarme Milch, 3 Esslöffel Zucker und Mehl nach Gefühl. Ich werde euch dann im Anschluss sagen, wie viel ich ganz genau genommen habe. Außer das Mehl gebe ich alle Zutaten in meine Rührschüssel hinein. Jetzt gebe ich Hefe noch mit rein. Salz kommt ganz zum Schluss rein. Das Ganze werde ich einmal vermischen. Dann kommt nach und nach das Mehl hinein. Ich habe genau 950 Gramm Mehl genommen. Ich mache den Deckel zu und lasse den Teig ungefähr eine Stunde gehen. Ich werde den Teig jetzt rund ausrollen. Aus den Mengenangaben, was ich euch gegeben habe, bekommt ihr 2 Stück raus. Ich habe ein rundes Blech mit Butter bestrichen. Ihr könnt auch Öl nehmen. Das wird so wie eine Pizza. Ich habe ein Eigelb geschlagen und gebe so ungefähr 2 bis 3 Esslöffel geschmolzene Butter hinein und das werde ich dann auf meinen Teig bestreichen. Und bestreue Schwarzkümmel so in Linien. Jetzt werde ich einfach Schafskäse darüber zerbröseln, dann kommt das in den Ofen. Ich werde das dann bei 160 Grad so ungefähr eine halbe Stunde backen. Das ist super einfach, schmeckt aber dafür richtig super lecker. Ich lasse dann den Rand aus, sodass der Käse nur in der Mitte ist. Jetzt werde ich mit ein paar Tomaten dekorieren. Ich nehme Cherry-Tomaten. So, jetzt kommt das in den Ofen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Das ist richtig super weich und geht auf die Schnelle. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.